Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited World Red und wir werden uns heute mal am Anfang kurz anschauen, was ich denn jetzt für neue Fähigkeiten reingemacht habe, wobei die sich jetzt nicht so sonderlich unterscheiden, aber ist glaube ich eine ganze Weile her, seitdem wir eine grobe Übersicht bekommen haben oder ihr bekommen habt, was für Fähigkeiten die einzelnen Charaktere haben. Viele von euch werden das vielleicht auch gar nicht interessieren, die können einfach skippen, ich meine ja. Ich werde euch jetzt mal kurz zeigen. Ich werde auch nicht groß was dazu sagen, weil das sind sehr viele Fähigkeiten, wie ihr gerade seht. Von dem her ist auch noch kein besonderer Bild bei keinem. Außer vielleicht Nami habe ich sehr viel mit Geldbeute rauf gemacht, aber naja. Naja, Diebstahlrate und so, doppelte Items beim Stehlen, sowas. Lysop konnte ich bisher auch noch nicht so sonderlich viel machen, außer ich glaube Magnetreitweite, Bewegungstempo, genau. Sanji, relativ gut. Oh nein, es beginnt schon wieder. Ich kann euch echt nicht so viel davon zeigen, weil das Game gleich wieder verbacken wird, wetten. Sobald ich euch zu viele von diesen Wörtern zeige, wie man hier gesehen hat, da fängt schon an. Naja, ist bei den Missionen zum Glück nicht so sonderlich schlimm. Da fehlt nämlich schon wieder was. Da, jetzt hat man es wieder. Das ist total bescheuert, der Bug. Der kann einem ordentlich was vom Spiel versauen. Hier, ihr seht's. Bam, einfach mal kaputt. So, okay. Wir machen jetzt die Mission Drachenecho. Bis gleich. Ah ja, vielleicht sogar noch nützlicher als das, was ich vorhin gezeigt habe, ist vielleicht die Gesamtübersicht für jeden Charakter, was er im Moment hat. Könnte man vielleicht meinen, dann müsst ihr euch nicht die ganzen Effekte durchlesen und das sagt euch dann ja im Prinzip sowieso wenig. Deswegen nehmt einfach mal das hier als, ja, Vergleich. Und wir machen die Drachenmission mit drei Charakteren, mit denen es etwas schwerer werden wird. Egal, Enel und Blitzdrache. Ich glaube, die Blitze nehmen wieder zu. Es sind sogar mehr als vorher. Es sind genug, um alle ein wenig nervös zu machen, weißt du? Darf ich dich nochmal um Hilfe bitten? Wo ist dieser Gott? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Lasst uns diesen Gott hier töten. Einfach weil. Aber ich nehme natürlich alles mit, was ich kriegen kann. Lysop hat ja schön Magnetreichweite, das heißt... Why the hell not? Yagi, Yagi nano ka? Shifu. Nanda, omaera ka? Kitai sase yagatte. Fuck shita yo. Ah, wie cool ist, cooler Dialog. Ich liebe diese Dialoge. Und ja, Lysop ist verdammt schnell, wie ihr gerade seht. Ich kann ihn auch noch schneller machen. Bam, bam, bam. Damit dürften sehr viele Missionen sehr viel leichter machen, zu machen sein. Und hier geht's sowieso nur rein um den Endgegner. Da brauchen wir das Vorgeplänkel nicht, vor allem, dass, da wir das Ganze ja schon so oft gesehen haben. Da dürfte das erste Mal einen Kill-Encounter geben. Jupp. Und dann nehmen wir auch gleich Robin. Wow. Robin hat übrigens gleich zu Anfang an schon mal ihre Fähigkeit. Das ist auch eine, ein Wort, was ich hier ausgerüstet habe. Sehr schön, sehr schön. Ah, die geben nur Keratinpartikel, das ist super. Und schöne Annika Robin ist natürlich ihre Fähigkeit, sehr schnell SP zu generieren. Also auf diesem Bild möchte ich eigentlich mit ihr auch gehen, ein bisschen, so gut es geht. Ich denke, wenn man wirklich auf Wörter gehen möchte und ein Bild machen muss, muss man da schon speziell farmen. Was natürlich möglich ist, aber was ich jetzt so direkt nicht machen werde fürs Erste, solange es nicht nötig ist. Aua. Das hat übrigens weh. Aua. Nope. Auf damit. Mal ein paar Heilkapseln hier. Nö. You won't do that. Entschuldigung. Ein Herzchen-Smiley. Nico Robin. Mensch, Mensch, Mensch. Ich habe mir auch die Itemwörter mal wieder ein bisschen angeschaut. Die vergisst man ja gerne, wenn man eine Zeit lang nicht mit dem Charakter spielt. Nein. Bam. Reicht das? Ja, das reicht. Einer noch. Bam. Last Hit gehört wie immer Nico Robin. Keine Frage dabei. Okay, darum geht's entlang. So. Bam, bam, bam. Ja, doch.
da sich die Kamera gerade kurz gedreht hat, war ich mir da nicht sicher. Ja, ist ja nicht so, dass Lissab, je länger man läuft, desto schneller wird er? Nee, oder? Das ist so komisch. So, das hier. Bam! Ich hab Lissab auch noch eine andere coole Fähigkeit gegeben. Und zwar SP. Spezialattacken hoch. Was natürlich auch sehr nützlich ist. Aua, achso. Ich dachte gerade, der greift mich doch gar nicht an. Doch, tut er. Doch, tut er. Dankeschön. Ey. Ich habe dich verfolgt. Bitte. Nein. Bam. Ey. Verdammt. Okay, machen wir es so. So sollte das auch gehen. Jupp. Und auch gleich tot. Very nice. Geht ja gar nicht lange. Nö, nö, nö. Sehr schön. Alles wunderbar schnell. Möchte natürlich euch nicht langweilen. Mahaha. Das sind 100% LP. Da ist halt... Naja. Schon per Definition wird man das Spiel ausreizen. Zwar bis zum letzten bisschen. Da habt ihr dann... Wenn ihr das von vorne bis hinten schaut, habt ihr danach, glaube ich, keine Lust mehr auf das Spiel. Das ist leider so. Ups. Bam. Das ist halt der Unterschied zwischen normalen LP und 100% LP. Aber ich mag halt beides irgendwie. Auch wenn das eine halt wirklich bedeutet, dass man sehr viel Zeit und sehr lange mit dem Ganzen verbringen muss. Und Santi hat hier gerade so viel, das heißt, wir werden ihn gleich mal benutzen. Nope, bitte ausweichen und gleich mal zurückschlagen. Oh, sehr nice. Ja, die beiden lassen sich da gerade mal schön vermöbeln. Mir egal. Bam, bam, bam. So, nochmal. Bringt leider nichts. Please. Befolgen. Nein, ausweichen kann ich da auch noch so sehr gut. Ah, fuck. Falsche Gegner anvisiert. Egal. Nope. Hör auf mit dem Angriff. Bam. Das reicht nicht? Ah, come on. Bam. Aber das Unlimited... was? Doch, Unlimited Adventure 100% LP war halt wirklich noch bisher das anstrengendste. Ich meine, sonst habe ich jetzt auch noch nicht so viele. Sonst habe ich noch gar keinen 100% LP gemacht, aber das war generell sehr... Doch, was? Was rede ich da? Zelda. Zelda war sehr viel. War es einfacher? Doch, es war einfacher. Auch wenn, und das soll einiges bedeuten, die Herzsuche am Ende mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat, aber... Unlimited Adventure war da schon für das ganze Training, was man da reinstecken musste, ein bisschen heftiger. Bam, bam, bam. Come on. Kannst auch einfach sterben, weißt du das? You can just die. Offenbar kannst du das tatsächlich, cool. Bam. Aber ja. Ich möchte auch immer mal noch Wind Waker zu 100% LP, vor allem die HD-Fassung. Das ist doch definitiv noch etwas, aber Problem ist halt, dass ich schon ein normales LP zu Wind Waker gemacht habe und ich denke, ich werde noch ein, zwei Jahre warten, bevor ich Wind Waker HD LPen werde. Bam. Verfolge. Verfolge. Nein. Bleib da. Massenweise Verfolgung. Sehr schön. So kann man auch jemanden töten. Definitiv. Das ist eine fiese Methode. So, ist nicht egal, welche Richtung wir gehen. Außer zurück. Außer zurück. Man mag es kaum glauben. Nehmen wir mal Lissab. Bewegung. Turbo Mode. Das sind zwar ein paar Gegner, aber die können uns gar nichts. Nope. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles läuft wie geschmiert. Auf zu Enel. Niom. Oder nicht? Doch. Erstmal der Drache. Bam. Blitzdrache.
Achso, ich kann nicht analysieren. Doch, kann ich analysieren. Du machst, wow, unglaublich viel Damage. Nein. Nope. Oh Gott. Das wird definitiv nicht leicht. Außer das macht extrem viel Schaden. Nein, das tut's nicht. Nope. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, das Zellem hat natürlich so gut wie gar nichts gebracht. Egal. Jetzt gleich nach vorne. Stoßen. Bam, bam. Ich glaube, ich werde da normalerweise eher Sanji benutzen. Aber ich möchte trotzdem mal schauen, wie viel ich da ausrichten kann. Und sobald er in dieser Form ist, kann ich ihn einfach mit Lissab anschießen. Was unglaublich viel bringt. Egal, um was mir einfach geht, ist das hier. Nope, 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 nope. Bam, 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 bam. Damit erhöht sich die Spezialangriff von jedem in der Gruppe. Was natürlich super ist für jemanden, der gerade einen Spezialangriff hat. Und genauso einer ist Sanji. Bam. Nope. Das ist sehr gut. So funktioniert das. Okay, Lissab. Ich hoffe, deine Verbesserung hält auch eine Weile. Treff nicht. Ich treff nicht. Achso, warte mal. Lass mich hier mal alle aufladen. Aua. Naja. Kommt mal ihr beide bitte her. Aua. Okay. Okay, gut, okay. Nein. Was? Achso, ich habe jetzt alles verloren, genau. Puh, ich vergesse schon wieder, was ich da... Nein, verdammt. Meine Spezialverbesserung ist weg. Bam. Kann er sein beinahe angreifen. Seinen Schwanz. Nö, nö. Okay, von mir aus, dann heilen wir mal Nico Robin. Bam, bam, bam. Sehr effektiv, wie immer. Au. Fuck. So geht das Ganze aber. Nope. Den hätte ich nicht ausweichen müssen. Skywalk. Sehr effektiv. Nope. Komm. Ja, Sanji ist definitiv sehr gut für den Drache. Oh Gott, Enel wird nachher echt übel. Man kann sowas von Damage drücken. Das ist nicht mehr nett. Bam. Bitte mal kurz wegrennen. Nochmal wegrennen, bitte. Und das soll dann auch ausreichen. Yes, nice. Nächster Boss, bitte. Gott, Enel. Ja, ja, ja. Gib nicht an. Wir sind wieder schön im Fallen. So kann man natürlich unglaublich langsam vernichten, was ich unbedingt nicht möchte. Das ging natürlich auch nichts, außer dass ich dadurch getroffen werde. Das hier, aber... Das ist very nice, very nice. Und das würde ich gerne tauschen. Gut, perfekt. Damit haben wir die SP bei jemandem, der sie sehr gut gebrauchen kann. Oh Gott. Ja, ich mache ihm beinahe keinen Damage. Das habe ich befürchtet. Machen wir hier mal, wenn ich sauer bin. Aber, nope. Gut, 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 gut. So funktioniert das. Ich muss im Prinzip erstmal warten, bis er irgendwie seine Hand nach unten macht oder so. Oh oh. Das ist zum Beispiel relativ gut zum Bam Spezialattacke machen, weil dann umgehe ich tatsächlich hundertprozentig den Schaden, was man ansonsten nicht so leicht sagen kann. Ja, und das ist ein bisschen guter Support eigentlich. Oh Gott. Ja, 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 ja. Was hast du vor? Ja, ein bisschen Heilkapsel mit. Wobei das bisher... Okay, gut.
ist alles. Alles okay, alles okay. Er macht das immer noch sehr kurz, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Achso, immer so alt. Bam. So. Mann, oh Mann, hat er viel HP. Ich meine, er ist so zum Blitzen, also von dem her. Aua. Schön in der Luft abgetroffen. Bringt das irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, nö. Au. Oh Gott. Oh Gott, und direkt. Wow. What? Was zur Hölle war das? Ich glaube, ich kann ihn tatsächlich nicht treffen, nö. Vielleicht mit meinem anderen. Dann tun wir einfach mal hier. Au. Wow. Das war super. Das war sehr gut. Ich versuch's mal mit dem Wolf, der mehr Damage macht. Bam, 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 bam. Okay, wann nur, wann? Jetzt vielleicht. Bam, 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 bam. Nein, das macht definitiv auch nicht allzu viel mehr. Oh Gott. Okay, beinahe. Beinahe. Der Kapsel mal verwenden. Ah. Oh Gott, Hilfe. Und mal ein Heiltrank hier. Bringt das was? Bam. Das macht zumindest Damage, ja. Ansonsten ist es halt nicht wirklich sinnvoll. Aber. Ziemlich sicher, dass das hier auch nicht allzu viel bringt. Nein, definitiv nicht. Außer, dass er verbrannt ist. Kurz verbrannt war. Ich glaube, Betonung liegt auf kurz. Aber. Ja, mit normalen Angriffen kann man ihm leider auch wenig machen. Deshalb kann er halt sehr gut eigentlich alles machen. Damit. Das ist schlecht. Könnte uns eventuell komplett killen. Nein. Nur beinahe. Es hätte uns gekillt. Ich habe mir das Gefühl, dass der Wolf aber mehr machen müsste. Könnte. Wow. Lass mich hier mal bitte in Ruhe. Na. So. Very nice. Oh Gott. Gut, in eine andere Richtung. Come on. Come on. Mach's nochmal. Na. Bringt auch nicht arg viel. No. Immer noch nicht arg viel. Ich müsste echt mal wieder Breakpoint machen, vielleicht. Das hilft garantiert. Das ist nur auf dieser Schwierigkeitsstufe echt nicht so leicht. Ja, deswegen. Sehr schwer. Finde ich persönlich. Dab, 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 dab. Muss ihn erstmal treffen. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Breakpoint. Yay. Wow. Okay. Treffe ich ihn überhaupt? Nein. Vielleicht kann man tatsächlich was machen, wenn man ihn genau trifft. Bam. Nein, das bringt auch nicht viel. Ja, 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 ja. Das bringt ja auch nichts. Ja, ah. Aber ich muss sagen, das bringt doch mehr, als ich gedacht habe. Oh, oh. Nicht gut. Nope. Ausweichen. Ganz deutlich. Bam, bam, bam. Da macht das aber zumindest Damage. Lalalalalalala. Ja, Breakpoint ist doch recht gut. Das soll es auch nicht gut sein. Bam, 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 badam, badam. Moment. Da hat er mich gerade überhaupt nicht im Visier. Deswegen nicht das Ganze machen kann. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Also. Oh, damit. Nein. No L-Tor for you. Good, Sir. Bam, 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 badam, badam. Aber so. Ah, sehr schön. Ich wollte gerade sagen. Y kommt man nicht mehr oft vorbei, wenn man einmal mit der Combo von Lussab angefangen hat. Zählt das, glaube ich, tatsächlich als immer wieder neues Y. Also. Hat gerade nicht mal mehr. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Egal. Passt schon. Nicht so wichtig. Bam. So, ganz viel Zeug. Wir haben übrigens die Angel davor auch noch upgegradet gehabt. Ein bisschen, bis auf Level 4 stabile Angel. Wo ist dieser Gott?
Wer ist jetzt der Navigator? Die Angst selbst ist Gott. Wow, okay. Oh, Donnerkäfer. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ein Skarabeid. Ah, cool. Den kennt man ja aus den alten Spielen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's dann soweit für diese Folge. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr fand, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Space. Ciao, Leute. One Piece, Unlimited Wando, Reddo.